Ich bin Sebastian Stulnitzki, Musiker aus Berlin. Ich habe viele Freunde in Odessa und wir haben seit Jahren haben wir vor, hier eine Kooperation zu starten. Und das ging erst wegen Covid nicht und jetzt natürlich nicht wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine, aber wir machen das trotzdem. My name is Anastasia Pokas. I now live in Berlin, Germany and work for X-Jazz Festival as a creative producer. Добрый день. Меня зовут Владимир Юрьевич Дикий. Я художественный руководитель Одесской областной филармонии имени Давида Ойстраха. I came here with Sebastian Stulnitzki for recording Memento Project with the aim, not just with the music purpose, but to show the world that we can do that, you can do that, everybody can do that, that it's not so scared as we used to think about it, that here is beautiful music happening, beautiful people living, great professionals performing. Wir haben jetzt hier 2 Tage aufgenommen mit dem Orchester der Philharmonie in Odessa und es war fantastisch und es ist natürlich ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe, es ist wunderbar, aber das Gefährliche an der Geschichte ist natürlich, dass man in Deutschland anfängt, den Krieg zu vergessen und die Ukraine zu unterstützen und das ist natürlich schlecht, weil wenn Putin diesen Krieg nicht verliert, dann ist es richtig gefährlich und ich bin total froh, hier zu sein. Ich bin total glücklich und es ist wahnsinnig inspirierend zu sehen, wie die Menschen hier leben, was sie machen, was für eine Energie die haben und ja, was für ein Durchhaltewillen die haben. Я очень благодарен судьбе, что я на сегодняшний момент знаком с такими замечательными людьми, которые в наше нелегкое, трудное военное время посещают нашу страну и занимаются творчеством.